Auch guten Morgen von meiner Seite, von unserer Seite. Wir haben damals, es war schon lange her, vereinbart educa.ch und Open Source. Ich habe mal gesagt, ja, das werden wir machen. Als es dann an die Vorbereitungen ging, habe ich gemerkt, der Titel, ja, der ist etwas zu kurz gegriffen, weil es heißt ja schließlich jetzt eben Open Education Day. Also ich möchte eigentlich über Open Education sprechen und ich möchte dabei auf Open Source auch eingehen. Das ist das eine. Aber dann auch auf Open Educational Resources. Wir werden ja da eine Präsentation haben dazu, zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Open Educational Resources. Und dann aber, was auf dem Programm nirgends auftaucht, auch noch auf das Stichwort oder Schlagwort Open Data etwas eingehen. Weil erst alle diese drei Punkte zusammen machen, von uns aus gesehen, von Educa aus gesehen, Open Education aus. Und in dem Sinne, Educa steht oben drüber, einerseits, weil es der ursprüngliche Titel war, weil ich von educa.ch komme, aber auch andererseits, weil das so etwas wie unsere Perspektive ist auf Open Education, die ich hier vorstellen werde. Es wird ein Flug auf hoher Höhe sein. Wir werden also nicht in Details hineintauchen, nicht sinken auf ganz konkrete Fragen, sondern ich werde versuchen, eine Art Gesamtbild zu zeichnen, was das Herausforderungen, aber auch was das momentan der Stand ist in diesem Bereich Open Education, das so etwas wie eine Art Einleitung hierzu. Vielleicht ist es aber wichtig zu zeigen auch noch, wer ist Educa eigentlich? Educa ist ja ganz viel, viele kennen wahrscheinlich EducaNet 2, das Produkt, mit dem wir bis in die Schulen kommen, ich sage es so, ein Produkt, das auch in die Jahre gekommen ist, das etwas ältlich wirkt inzwischen und ein Produkt, das eben auch von dieser Entwicklung, die ich hier zu skizzieren versuche, erfasst wird. Wir sind heute nicht mehr in der Zeit, in der es darum geht, ICT-Computer in die Schule zu bringen. Die sind in der Schule. Wenn wir unsere Umgebung anschauen, das ist im oberen Drittel des Bildes, wenn wir unsere Umgebung anschauen, dann sehen wir ICT nicht mehr heute, weil sie ist aufgegangen in der Umgebung. Sie ist aufgegangen in der Umgebung, wir haben sie alle im Hosensack mit dem Nattel, wir haben alle ein, zwei, drei Computer, die wir regelmäßig verwenden. Ja, aber auch unser Kühlschrank ist inzwischen internetfähig und so weiter und so fort. Also diese Diskussion kennen Sie. Wir sind in einer digitalisierten Bildungslandschaft angelangt, wo man nicht mehr sieht, wo Computer zum Lernen eingesetzt werden. Das im oberen Bild. Überall, wo es rote Punkte hat, kann man aufs Internet zugreifen. Und das ist heute überall. Man kann dort aufs Internet zugreifen, um irgendetwas zu machen, man kann aber auch aufs Internet zugreifen, um zu lernen. Die Frage stellt sich, wo ist die Schule? Meistens sage ich dann, die Schule ist da dieses etwas kariert gezeichnete Gebäude hier vorne. Im Vordergrund etwas auf der linken Seite mit den drei Bäumen davor, weil auf dem Pausenplatz stehen meistens noch eine Art Naturerinnerungen herum, die eingerichtet wurden von irgendeinem Landschaftsarchitekten. Ja, aber sie hebt sich nicht mehr ab. Also wo steht die Schule, wie sieht die Schule aus, wie steht das Bildungsangebot in dieser digitalen Bildungslandschaft aus? Die Schule sieht sich heute mit Herausforderungen konfrontiert. Sie hat zu tun mit Medien, sie hat zu tun mit Sicherheit, sie hat zu tun mit Infrastruktur, sie hat zu tun mit Konnektivität, sie hat zu tun mit Lernsettings. Die Aufzählung, die ich hier gemacht habe, ist diejenige, die Sie hier sehen, aber sie könnte fortgesetzt werden. Die Stichworte könnten anders arrangiert werden, könnten anders zusammengestellt werden. Das ist das tägliche Geschäft geworden für Lehrer, für Schüler, aber auch für Schulleitende und alle anderen, die dann dahinter, hinter den Schulleitenden Schule heute zu organisieren versuchen. Ups. Bildungslandschaft also zu oberst, das ist die Wirklichkeit, in der wir uns bewegen. Handlungsfelder, dort sind die Herausforderungen angesiedelt. Zu unterst ist eigentlich das System,
der formalen Bildung abgebildet. Wir haben eine erste Ebene, man sieht es nicht mehr so gut, wo es darum geht, Bildung einzurichten. Man könnte sagen, das sei das System, das sei die Ebene der Bildungspolitik, die zu sagen hat, wie Schule aussehen soll und was dazu zur Verfügung steht. Es gibt eine zweite Ebene, Bildung anbieten. Dort geht es darum, Schule zu organisieren, ein Bildungsangebot zu organisieren. Bis und mit eben all den Punkten, die oben an den Handlungsfeldern aufgegriffen und erwähnt werden. Und dann geht es darum, ganz sicher, und darum wird es auch weiterhin gehen, Bildung durchzuführen. Also Schule ist nicht nur eine Frage der Bildungspolitik auf der Systemebene, ist nicht nur eine Frage der Organisation auf der Ebene der Schulen, sondern ist auch eine Frage des Angebots. Also was bieten wir an? Was lernen unsere Schüler und Schülerinnen in der Schule während der Zeit, die sie in der Schule verbringen? Und das ist ja, das wissen Sie alle, eine beträchtliche Zeit. Die sie da in dieser Schule, jetzt hätte ich fast gesagt, absitzen müssen. Aber dem ist nicht so. Weil schlussendlich auf der untersten Ebene geht es auch darum, dass man Bildung erfahren kann. Also dort geht es um das Lernen. Und Lernen in der Schule tun nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern Lernen tun alle, die an der Schule beteiligt sind. Also alle, die in dieser Kette hier oben auch involviert sind, haben hier auch einen Fuß drin auf dieser Ebene. Es geht darum, Lernen ist nicht etwas, was auf Schüler und Schülerinnen beschränkt ist, sondern ist auch etwas, was Lehrpersonen, was Mitarbeitende in den Schulen und Schulleitungen einschließt. Lernen nämlich bezieht sich auch auf diese Handlungsfelder. Wir müssen lernen, damit umzugehen, auf all diesen vier Ebenen. Educa, wir als Fachagentur von Bund und Kantonen versuchen hier, diese, nicht einfach die oberste Ebene, aber diese erste Ebene zu unterstützen, indem wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir dazu beitragen möchten, dass hier die richtigen, die guten Entscheide gefällt werden. Wir fällen die Entscheide nicht selber. Wir versuchen, diese Steuerungsinstanzen, die Verantwortungsträger in Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, aber dann auch Bildungspraxis dabei zu unterstützen, dass sie hier in den Handlungsfeldern ihren Weg finden und die Schule auch auf der obersten Ebene, also im obersten Teil des Bildes in der Bildungslandschaft weiterhin ihren Platz hat. Also ich werde nicht viel sagen konkret zu was das im Unterrichtszimmer, was das im Schulzimmer passiert, sondern ich werde eher sagen, wie sieht Open Source, Open Educational Resources und Open Data, wie sehen diese Herausforderungen aus dieser Sicht aus? Welche Entscheide müssten dort gefällt werden? Open Education greift aber weiter als Open Source. Die Veranstaltung ist ja auch angetreten, es wurde in den kurzen Einleitungen klar, oder die Veranstaltung ist angetreten, das Themenfeld zu öffnen. Frischen Wind hineinzubringen und nicht einfach nur über Open Source Alternativen zu proprietärer Software zu sprechen, sondern wirklich hier den Horizont zu öffnen und das Ganze anzuschauen. In dem Sinne, Openness als Prinzip. Openness ist ein Prinzip und ich war sehr erfreut zu sehen, dass auch ganz am Ursprung bei den Open Source Foundation dieses Offenheitsprinzip eigentlich recht wenig auf konkret Open-Source-Fragen bezogen war. Openness ist dort eher eine Art Mindset, ist eine Haltung, die man einzunehmen hat und ist eine Haltung, die man einzunehmen hat, dass jetzt hier unsere Sicht und unsere These, eine Haltung, die man einzunehmen hat, um all diese Herausforderungen in den Handlungsfeldern, die ich vorhin gezeigt habe, anzugehen. Sicher, ich komme zu einer ersten Säule von Open Education. Sicher, Open Source ist Teil davon. Und hier spreche ich wahrscheinlich zu Bekehrten. Das muss ich nicht weiter ausführen. Die drei Merkmale von Open Source Software. Ich gehe weiter. Wie sieht es aus in der Schweiz? Claudia Fischer hat gesagt, es genügt heute eine Hand, um abzuzählen. Dem würde ich nicht so zustimmen.
Ich habe hier nur drei Beispiele angeführt, aber drei große Beispiele, die auch in der Presse aufgegriffen wurden. In Winterthur, da werden wir ja dann auch eine Präsentation dazu haben, wird nun die Infrastruktur auf Linux umgestellt und der Lernstick wird sozusagen das Tool, mit dem Lehrpersonen und Schüler, Schülerinnen ihre Arbeiten im Zusammenhang mit Digitalem sozusagen darüber erledigen werden. In Basel-Stadt wird UCS at School zur Verwaltung von nutzenden IT-Infrastrukturen, Diensten und Daten eingesetzt. Das ist eine Lösung, die wenig sichtbar ist in den Schulzimmern, in den Schulen, sondern das ist etwas, wo es um die Verwaltung geht, also etwas in der Middleware sozusagen angesiedelt ist. Ich habe mich besonders gefreut, dass Sie auch in Basel-Stadt jetzt sich entschlossen haben, Open Exchange zu nutzen, eine offene, quelloffene App-Suite, die sozusagen proprietäre Programme, die allen bekannt sind, im Bereich Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, aber auch Mail und so weiter und so fort ablösen wird. Und in Genf, das vergisst man häufig, weil Genf ist sozusagen am anderen Zipfel der Schweiz. Dort spricht man auch eine komische Sprache, Französisch heißt sie. Depuis 2013, l'ensemble des ordinateurs de l'enseignement primaire fonctionne avec le système d'exploitation libre Linux. Das ist schon eine Weile her. Genf ist zwar leider wahrscheinlich der einzige Kanton, wo Open Source auf kantonaler Ebene sozusagen offiziell Strategie ist, aber dort funktioniert es. Wir haben ein paar Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, aber es funktioniert und Genf zeigt, dass es funktionieren könnte. Aha. Ihr findet hier die Quellen dann, die ich verwendet habe, überall angegeben, sodass ihr auch dort etwas nachlesen könnt und weiter eigene Recherchen starten könnt, wie das gemacht wurde. Open Source, also, ich bin auch sicher, noch zu Claudia, ich bin auch sicher, dass es ganz viele weitere Beispiele gibt, die man hier auch aufzählen könnte. Und wenn ich jetzt hier drei ausgewählt habe, dann bin ich mir der Ungerechtigkeit bewusst, dass ich vielleicht die drei falschen ausgewählt habe, aber ich bin auch froh, wenn Sie dann auf mich zukommen und mich sozusagen informieren würden, ja, wir haben auch ein ganz tolles Projekt und wir setzen auch Open Source ein und so weiter und so fort. Ich werde dann eine Liste anlegen und die dann auch irgendwo wieder zu verwenden versuchen. Gut. Es ist erwähnt worden, oder? Leider muss man sagen, hier in offiziellen Strategiepapieren oder Papieren, die strategischen Charakter haben, Empfehlungen, wie jetzt hier ein Beispiel, ein jüngstes Beispiel angeführt wird, wo ist, ich sage nicht, aber mit etwas Geschick findet man heraus, woher das kommt. Ich sage nicht, woher es kommt. Mit etwas Geschick findet man es eben dann aus. Empfehlungen an die Gemeinden und an die Schulleitungen, wie das mit Medien und Informatik in der Volksschule umzugehen sei. Leider muss man sagen, in solchen Papieren wird Open Source kaum erwähnt. Wir können in dem Sinne sagen, oder, dass Open Source auf der strategischen Ebene, auf dieser politischen Ebene, auf der Ebene des Systems wenig aufgenommen wurde. Open Source ist ein Merkmal von Produkten geworden, das im Rahmen der Beschaffung von Produkten, wenn es um Lösungsevaluationen geht, berücksichtigt wird. Das zeigen die Good Practice Beispiele, die ich vorhin angeführt habe. Aber sozusagen als offizielle Politik ist Open Source wenig, hat Open Source wenig Präsenz. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Lehrplan 21, der wahrscheinlich viele von Ihnen beschäftigen wird, eine neue Welle von Infrastrukturen, Anschaffungen, Beschaffungen auslöst. Und es ist sehr darauf zu hoffen, dass in diesem Zug, wie die Beispiele von Winterthur, aber auch Basel zeigen, eben Open Source einen größeren Widerhall finden wird. Der Lehrplan 21 zieht sich auch weiter durch die weiteren zwei Teile, die ich zeigen werde. Lehrplan 21, das ist wirklich ein Treiber für die Veränderung. Eine Veränderung, die momentan offen ist, aber auch von uns aus gesehen eben in Richtung Open Source gehen sollte.
Eine zweite Säule ist Open Educational Resources. Herr Schlauri wird da wahrscheinlich etwas noch genauer dazu sagen. Ich habe hier eine Definition angeführt, die die Prinzipien, die Charaktere, die Merkmale von Openness, dieses Prinzip übernimmt, aber jetzt hier auf Lehr- und Lernmaterialien im Internet anwendet. Auch dort geht es darum, dass man sie weiterverwenden, weiterbearbeiten, wieder zur Verfügung stellen kann und dass entsprechende Lizenzmodelle eben verwendet werden. Wenn wir hier anschauen, auch hier ist dasselbe Bild. Es gibt ein großes Angebot, muss man sagen, inzwischen von Open Educational Resources in der Schweiz. In der Deutschschweiz habe ich, für die Deutschschweiz habe ich eine schöne Abbildung gefunden mit all den Logos. Vielleicht ist euch CEBIS bekannt, der Schulverlag, auch ein eigentlich staatlicher oder ehemals staatlicher Lehrmittelverlag, publiziert Open Resource, Open Educational Resources, Klett Verlag, ein privater Lehrmittelverlag und so weiter und so fort. Man findet sie auf Facebook, man findet sie bei Fripportei und so weiter und so fort. Und in der Westschweiz ebenfalls, leider sind dort die Logos nicht dabei gewesen in der Abbildung, die ich hier aufgeführt habe. Und auch hier wieder, also wahrscheinlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Auszug aus all den Angeboten, die wir stehen. Auch wir sind dort aufgeführt und ich nutze die Gelegenheit, etwas Werbung in eigener Sache zu machen. Educa.ch betreibt die sogenannte digitale Schulbibliothek. Wir bieten Open Source, Open Education Resources nicht selber an, sehen es aber als unsere Aufgabe an, diesen Austausch zwischen den verschiedenen Sammlungen, zwischen den verschiedenen Angeboten, zwischen den verschiedenen Sites, Repositories, auf denen man eben diese Open Education Resources finden kann, miteinander zu verbinden und den Austausch hier zu organisieren. Auch wir betreiben eine Website, wo man Open Education Resources finden kann. Nicht einzig, sondern sie sind darin mit aufgenommen. In die auch klassischen, traditionellen Lehr- und Lehrmittel im Internet. biblio.educa.ch für alle, die es noch nicht kennen. Wiederum, wir springen sozusagen auf die Außensicht. Letztes Jahr ist in Deutschland ein Open Educational Resources Atlas erschienen. Und wenn wir von dieser Außensicht auf das Angebot, das in der Schweiz besteht, schauen, dann sehen wir die Schweiz hier unten. Dort erscheinen wir nicht. Dort erscheinen zwei Punkte. Der eine Punkt ist CEBIS, der vorhin auf der Landkarte auch erwähnt wurde, und dann gibt es eine Special Interest Group, Open Educational Resources im Bereich der Tertiären, der Hochschulbildung. Das ist der zweite Punkt. Weshalb? Wiederum, wir haben keine Äußerung zu Open Educational Resources auf strategischer Ebene. Die OECD beschäftigt sich mit Open Education Resources, das ist durchaus ein ernstzunehmendes Thema. Sie hat eine Erhebung gemacht, in der auch gefragt wurde, welche Länder weltweit äußern sich zu Open Education Resources bzw. haben solche Government Policies to support Open Education Resources. Ihr seht, yes, das ist eine ganze Menge von Ländern. Ich lese sie nicht alle vor. Die Schweiz jedoch ist bei den ein paar wenigen, die hier im unteren weißen Bereich sind, wo No steht. Wir haben keine strategischen Äußerungen zu Open Education Resources. Auf nationaler Ebene muss man hier anfügen. Dieses Argument, ja, das schweizerische Bildungssystem sei halt so viel anders als in allen anderen Ländern und so weiter und so fort, ist dann immer wieder das Argument, weshalb wir in solchen Erhebungen nicht erscheinen, weshalb es eben so schwierig sei, eigentlich diese gute Idee durchzusetzen und ihr auch Wirkungskraft zu verleihen. Das ist etwas eine billige Ausrede. Denn die Lizenzmodelle und Plattformen
für den Austausch, für das Angebot von Open Education Resources bestehen. Open Education Resources sind bislang jedoch unterrichtsergänzende Lehrmittel. Es gibt kaum unterrichtsleitende Lehrmittel, die als Open Education Resources angeboten werden. Ein Grund dafür ist, dass die Lehrmittelverlage, die sogenannten staatlichen Lehrmittelverlage, hier verschiedene Argumente dagegen ins Feld führen. Nicht zuletzt sind das natürlich dann kommerzielle Argumente. Sie haben nicht die entsprechenden Geschäftsmodelle, die sie oder ihre Geschäftsmodelle nicht entsprechend angepasst. Und das ist umso mehr störend, als diese Lehrmittelverlage zu einem großen Teil eigentlich heute immer noch staatliche Lehrmittelverlage sind. Sie agieren zwar als Aktiengesellschaften, aber die Kantone sind dann jeweils Inhaber der Mehrheit dieser Aktien. Und das, gut. Es gibt diese Skepsis gegenüber der Qualität von Open Education Resources. Lehrmittel herzustellen ist ein so komplexes, so kompliziertes Geschäft, dass man hier Experten, Fachpersonen einbeziehen müsse. Das ist durchaus der Fall, aber das heißt nicht gleichzeitig, dass man auch alle anderen, die ja auch Experten sind, nämlich die Lehrpersonen und die Schüler und Schülerinnen, von diesem Geschäft schon gleich ausschließen müsse. Und dann, ich habe es bereits erwähnt, die fehlenden Geschäftsmodelle, die hier vor allem als Blocker auftauchen. Also auch hier, wenn wir bei Open Source Software so eine Art halb volles, halb leeres Glas haben, haben wir auch hier eine Art halb volles, halb leeres Glas. Im Unterschied zu Open Source Software wird das hier momentan entschieden. Ich habe den Lehrplan 21 erwähnt und in der Deutschschweiz geht es darum, nun Lehrmittel herzustellen im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21. Und wenn wir diese Chance hier verpassen, einen Schwenk in Richtung Open Education Resources zu machen, dann wäre das wahrscheinlich wirklich eine große Chance, die hier ungenutzt an uns vorbeizieht. Kommen wir zu einem dritten Punkt, zum dritten Schlagwort, Open Data. Open Data, hier gibt es noch kaum Good Practice. Open Data meint, dass Daten frei verfügbar sein sollen, im Sinne dieses Openness-Prinzips. Daten sollen nicht einfach frei verfügbar sein, ohne dass diejenigen, die mit diesen Daten verknüpft sind, im Sinne von Personendaten verknüpft sind, dort mitreden können. Aber sie sollen allen zur Verfügung stehen, damit sie genutzt werden können. Open Knowledge heißt das Schlagwort hierzu auch. Es ist bezeichnend, dass hier von Open Knowledge gesprochen wird und nicht mehr nur einfach von Open Data. Open Data ist eigentlich eine Vorstufe der Form dann eben zu Open Knowledge, zum Wissen, das dann hier geteilt wird. Solche Darstellungen kennen Sie. Sie sehen hier den Anstieg der Datenmenge über die letzten Jahre. Es gibt ganz verschiedene Darstellungen hierfür, aber alle zeigen diese exponentielle Kurve, die hier in schwindelerregende Höhen wächst. Ich habe immer Freude daran zu schauen, wie das diese Einheiten dann neu bezeichnet werden. Nun ist man bei Zettabyte. Das ist eine Zahl mit 21 Nullen. Ich habe es unten angegeben. Es geht weiter hier. Im 2013 wurden 4,4 Zettabytes Daten generiert. Davon wurden 1,5 Zettabytes Daten generiert bei Unternehmen, in Unternehmen. 2,9 Zettabytes Daten wurden generiert durch die Endbenutzenden, also die Konsumenten, die Kunden, die Nutzenden dieser aller Online-Services. Von diesem hier, Quadrat hier, haben die Unternehmen jedoch Zugriff auf 85% der Daten. Und sie nutzen diesen Zugriff. Nur 15% der Daten sind in dem Sinne Open Data, nämlich dass sie in der Verfügung, in der Verantwortung der Personen stehen, die sie tatsächlich auch generiert haben. Das ist, glaube ich, ein Missstand, der nicht weiterer Erläuterung bedarf. Open Data ist das Thema der Zukunft, ist die Herausforderung der Zukunft. Hier
ist nicht wie bei Open Source oder Open Education Resources bereits viel bekannt, sondern hier geht es noch darum, herauszufinden, wer das überhaupt beteiligt ist. Kennen Sie Newton? Nicht den Physiker, der sich einmal unter einen Apfelbaum legte. Hier geht es um wesentlich immateriellere Sachen. Newton ist eine Learning Analytics Plattform. Newton behauptet heute, dass sie alles wissen und am meisten Daten haben, zur Verfügung haben über Personen auf der ganzen Welt. Mehr also als Google, Microsoft und oder Apple. Das sind die Bekannten, diejenigen, die wir kennen. In Zukunft werden wir uns mit Newton herumschlagen müssen, wir werden uns mit LinkedIn beschäftigen, wir werden uns mit Udacity und Coursera beschäftigen. Das sind die Player der Zukunft, die Verfügungsgewalt haben über diese Bildungsdaten, die wir hier täglich generieren, wenn wir irgendeinen Online-Dienst nutzen. Es gibt einen Fall an der ETH, nein, an der Uni Zürich. Ein Professor hat dort einen MOOC angeboten auf Coursera und dann versucht, tatsächlich diese Open Data Policy durchzuziehen, die Daten wieder abzuzügeln. Und Sie sehen hier das Ergebnis, was geschehen ist. Das war nicht möglich. Er wurde dann von der Plattform rausgeschmissen und so weiter und so fort. Auch hier können Sie nachlesen, was ihm widerfahren ist und welche Schwierigkeiten sich damit verbinden. Open Data ist noch kein Thema. Wir brauchen hier eine umfassende Strategie, wie wir diese Daten nutzen wollen. Daten im Bildungsbereich, Daten, die wir generieren und Daten, die auch dem Bildungssystem wieder zur Verfügung stellen sollten. Es geht dabei darum, die Kontrolle über diese Daten und deren Nutzung zu erhalten. Es geht darum, um eine digitale Identität, mit der sich alle Akteure im Bildungssystem in dieser digitalen Welt bewegen sollen. Es geht um Zugang zu diesen Daten für das Bildungsmonitoring und die Bildungsforschung. Und es geht darum, dass wir Modelle haben, wie dass diese Daten auch in Zusammenarbeit mit den Ansprüchen der Anbieter von Lehrmitteln im Internet genutzt werden sollen. Das ist das Zukunftsfeld, zu dem Open Education sich auch äußern werden muss. Ich komme zum Schluss. Ich wurde bereits darauf hingewiesen, dass ich etwas lange geworden bin. Open Education und Educa. Wir haben also drei Pfeiler von Open Education. Open Source, Open Education Resources und Open Data. Wir bei Educa haben einen Leistungsauftrag, der sich mit diesen drei Pfeilen kombinieren lässt. Für Open Source Software geht es darum, auf unserer Seite Markttransparenz herzustellen. Wir möchten zeigen, welche Produkte auf dem Markt sind. Wir möchten die zeigen in einer Art und Weise, so dass es die Verantwortlichen in Schulen für diese Beschaffungen, auf welcher Ebene auch sie sich bewegen, verständlich ist. Es geht darum, dass man vergleichen kann Open-Source-Lösungen mit proprietären Lösungen. Es geht darum, dass man diese Vor- und Nachteile hier wirklich evaluieren kann. Open Education Resources, unser Auftrag ist hier, Zugang zu Lehrmitteln im Internet zu schaffen. Hier betreiben wir, ich habe es bereits hingewiesen darauf, diese digitale Schulbibliothek. Ich komme dann noch kurz darauf. Es geht auch darum, um Lizenzmodelle bekannt zu machen und diesen Austausch anzuregen. Und dann Open Data, der Bildungsraum, den wir ganz auf der ersten Folie hatten, ist ein Datenraum. Der digitale Bildungsraum sollte ein Raum sein, in dem Open Data Prinzip berücksichtigt wird. Wir versuchen das mit folgenden Angeboten zu unterstützen. Eine Plattform für Beschaffungsfragen, Beschaffungsvorhaben zu schaffen. Eine Empfehlung in Bezug auf Lizenzmodelle von Open Education Resources zu verfassen und die entsprechend auch durch diese Instanzen des Bildungssystems zu bringen, den Austausch weiterhin zu organisieren und dann Open Data. Hier geht es vorerst darum, Vernetzung und Veranstaltungen zu organisieren. Das Thema muss erst lanciert werden, das Thema muss erst, dafür muss erst sensibilisiert werden. Sie werden also auch von uns
nächstes Jahr eine Einladung bekommen für eine Veranstaltung zum Thema Open Data. Ich freue mich bereits heute darauf, dass Sie daran auch teilnehmen werden.